Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind heute in einem weiteren Teil von unserem Gurt-Video. Das letzte Video hat dann leider nicht ganz so gut geendet, wie ich mir das erhofft habe oder vorgestellt habe. Muss man dazu sagen, das war ja so ein bisschen, in Anführungszeichen, schnell gemacht. Ich wollte auf die Schnelle gucken, wie weit ich da hinkomme, wie weit es funktioniert. Es hat sich gezeigt, das hat nicht so gut funktioniert, wie ich mir das gedacht hätte. Jetzt habe ich aber hier unser aktuell erstes, in Anführungszeichen, fertiges Produkt vor mir liegen. Und zwar, wie man hier schon sieht, haben wir hier wirklich schöne, ich nenne es jetzt mal Luft, einen luftleeren Raum hier, ne? Oder einen luftvollen Raum, beziehungsweise eine schöne Distanz geschaffen. Man sieht auch hier, das ist wirklich schön hoch geworden. Gucken wir uns das erstmal ein bisschen genauer an. Wir haben es jetzt tatsächlich über Klett gelöst. Das war auch die Methode, wie ich es am liebsten machen wollte. Man sieht, es hält super fest, worüber ich sehr stolz bin, dass meine Mitarbeiterin das so gut hinbekommen hat hier, dass wir hier, weil ich habe noch zu ihr gesagt, ja, guck mal, wie das umnähst, hin und her und tralala, denn wenn man das einfach nur hier so runterzieht, wirst du mit Sicherheit Falten reinkriegen. Und da war ich, muss ich wirklich zugestehen, sehr erstaunt, dass sie das komplett faltenfrei hinbekommen hat, denn hätte ich nicht gedacht. Das ist jetzt unser Unterpolster, wie gesagt, schön weich, aber trotzdem in sich stabil genug, dass es den Druck wirklich entgegenhalten kann. Hier an der Seite, die Dinge haben wir auch mit Polster gemacht, also auch zum Kletten, dass man es wirklich abnehmen kann, dass wenn man quasi das ein bisschen dicker oder dünner braucht, dass man da auch noch eine andere Platte dran machen könnte. Und ganz wichtig, dass man das auch so machen kann, dass man, wenn man sagt, man möchte da gar keinen Abstand dazwischen haben, dass man es einfach plan dran macht. Ne, dass es wirklich wie ein normaler Gurt benutzbar ist. Also da machen wir dann hier noch so ein Polster dazu, das vielleicht nur eine so eine Lage drin hat oder irgendwas ganz Dünnes ist, dass es wirklich benutzbar ist wie ein normaler Gurt. Ich würde mal sagen, der müsste jetzt mit diesen Polstern hier 10, 15 cm länger sein als normaler. Also ich bin wirklich erstmal sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Ich habe sie auch wirklich schwer gelobt dafür, denn ich muss ganz ehrlich sagen, dadurch, dass ich, wann mache ich sowas mal? Also ich habe in meinem Leben schon ein paar Gurte gebaut, aber das ist jetzt nicht so meine Hauptaufgabe. Und ich finde, sie hat das wirklich gut gemacht. Also sie hat meine Erwartungen fürs Erste, weil es das Erste ist, dass ich hier gebaut habe, meine Mitarbeiterin, mehr als übertroffen. Und ich bin wirklich happy damit. Wir werden auf jeden Fall jetzt gleich mal zum Pferd fahren. Wir werden zum Pferd fahren und werden ihn jetzt einmal austesten, dass wir uns das auch mal angucken können, ob das so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Ob er auch wirklich dann, wenn er angegurtet am Pferd liegt, ob er dann auch immer noch hier diesen Abstand wahren kann. Denn das ist ja das, worauf es ankommt, was uns wichtig ist. Und ja, und dann müssen wir mal gucken, ob das auch so wirklich dann schon quasi das finale Produkt werden kann oder ob wir da nochmal ein bisschen was ändern müssen. Dann, wie gesagt, allein hier von dem, wie er auf dem Tisch liegt, bin ich sehr zufrieden, gefällt er mir sehr gut. Das ist aber halt immer nur die eine Sache. Man muss sich immer angucken, wie sieht es am Pferd aus? Wie ist es, wenn da ein bisschen Druck drauf kommt, wenn da ein bisschen Belastung drauf kommt? Ist er dann immer noch so gut oder schlägt er irgendwo hier so eine blöde Falte oder? Jetzt gucken wir uns das gleich alles mal zusammen an. Genau, es hat ja noch wirklich, also erstmal danke auch an der Stelle, weil ja auch viele Ideen von euch kamen, wie man das Ganze noch umsetzen kann. Wie gesagt, wir haben uns jetzt für die Klett-Variante entschieden. Sieht aus wie letztendlich ein ganz normaler Gurt, aber eben mit diesem Clou in der Mitte, dass er hier diesen Abstand hat. Man muss auch jetzt wirklich dazu sagen, er ist jetzt nicht leicht, also er bringt schon ein bisschen Gewicht auf die Waage. Da müssen wir auch nochmal ran, dass wenn wir wirklich mal so einen Gurt bauen sollten, dass das Ganze ein bisschen leichter wird. Natürlich. Eben dem geschuldet, dass wir hier so einen dicken Spacer drin haben, haben wir auch einfach ein bisschen Gewicht, was wir damit reinbringen. Aber da müssen wir vielleicht schauen, dass wir das noch mit etwas leichteren Materialien machen. Weil wir haben das jetzt mit einem Filz hier unten verstärkt, dass es da einfach fester ist. Und ich glaube, da können wir auch langfristig dann auf einen etwas festeren oder nicht ganz festen, aber etwas festeren Schaumstoff gehen, dass es halt einfach leicht wird. Weil so, also er wiegt schon ein bisschen was. Und ich würde mal sagen, so wirklich als reiner erster Prototyp ist es in Ordnung. Aber wenn wir davon den einen oder anderen mal bauen sollten, wenn der Bedarf besteht, dann muss man das irgendwie ein bisschen leichter hinkriegen. Weil so ist es nichts auf Dauer. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde mal sagen, wir springen jetzt direkt einmal in den Stall und dann gucken wir uns das Ganze mal am Pferd an. So, da sind wir auch schon im Stall. Also ich wollte euch jetzt einmal unseren Gurt demonstrieren, den wir gebaut haben. Das ist nicht das Pferd, für den wir ihn gebaut haben, aber das ist ein Pferd, dass ich es euch mal wirklich demonstrieren kann, wieso, weshalb, warum. Und ich würde sagen, gib mir gerade mal den Sattel bitte. Wir satteln den jetzt einmal und dann zeigen wir euch das Ganze mal. Hopp, komm her, Conrado. Der Gurt ist auch circa, weißt du, was er für eine Gurtlänge hat?
Das kann ich gerade nachgucken. Ja, guck mal bitte. Weil dadurch, dass der Gurt diese dicken Polster hat, muss der auch ein Stück länger als normal sein. So, einmal wieder zurück. Einmal zurück. Komm her. Gerne die Heuber. Ja? 70. Gut, der hier ist jetzt, also unser Gurt ist 10 cm länger als normaler Gurt und ich würde mal sagen, er sollte ca. 15 cm länger als normal sein. Aber wenn wir den jetzt einmal hier ordentlich vergurten, ein bisschen höher gurten. Normalerweise hat er da auch noch ein Lammfell drunter. Gehen wir ein Stück zurück. So, dann kommen wir gerade her mit der Kamera. Kommen wir ein bisschen näher. Vorteil bei dem Gurt sollte ja sein, dass es hier unten ja wirklich komplett frei ist. Ne? Dass wir hier wirklich komplett durchgängig sind und dass da quasi der Gurt nicht zum Anliegen kommt. Und das haben wir auch auf jeden Fall komplett geschafft. Ich hatte erst Bedenken, dass es hier oben vielleicht ein bisschen zu dünn sein könnte. Aber wie gesagt, hier, wir kommen hier komplett durch und das war ja das, was die Kundin eben Sorge hatte, beziehungsweise die Probleme hatte, dass ihr Pferd mit dem normalen Gurt nicht mehr läuft. Der ist auch wirklich unten schön dick abgepolstert. Ich sag mal, so ein bisschen Feintuning müssen wir noch machen. Das ist ja das erste Mal, dass man sieht, dass der am Pferd ist. Wir müssen den zum Beispiel hier nochmal so ein bisschen kürzer machen von der Auflagefläche, dass sich das hier so ein bisschen schöner rumlegt. Aber er ist trotz alledem wirklich schön weich hier unten und man kann ja auch das Polster unten austauschen, sodass wir da wirklich individuell ein paar verschiedene Blöcke machen können. Dass man vielleicht auch auf Pferde eingehen kann, die ein bisschen mehr Bauch haben, Pferde, die ein bisschen weniger Bauch haben und. Ja, normalerweise würde der Sattel nochmal mit Fell und Schabrack ein ganzes Stück höher liegen. Und dann würde ich sagen, dann bräuchte das Pferd hier einen Gurt, der 5 cm länger ist. Also sprich, wenn man sich so einen Gurt zulegen möchte, sollte er 15 cm länger sein als normal. Zumindest so, wie wir den gebaut haben. Aber es ist halt wirklich hier unten komplett frei und da gibt es keine Falte, die sich auch nur irgendwo irgendwie einquetschen kann. Schöne ist ja auch wirklich bei dem Gurt, dass die Druckverteilung ein bisschen anders gestaltet ist, weil wir haben jetzt hier oben einmal mit uns, wo das Polst, oder also hier oben, wo der Gurt weich abgepolstert ist, haben wir einen leichten Druck drauf. Aber da, dadurch, dass wir hier wirklich so einen großen Freiraum haben, wo ich auch echt mit der ganzen Hand einmal durchkomme und das relativ problemlos. Also wir haben hier gute, ich würde mal sagen, was sind das, 4 cm Luft geschaffen. Wir haben hier unten am Brustbein eine relativ große Druckverteilung und wir haben halt nicht das Problem, dass ich hier die Haut einpetzen kann, was ja wirklich das Hauptproblem war. Ja, und ich würde mal sagen, wir machen jetzt bald nochmal ein Video drüber, wo man dann, wenn wir den Gurt abgeändert haben, wo wir uns das dann nochmal in Bewegung anschauen können, weil momentan finde ich das hier unten noch ein kleines bisschen zu breit. Also das muss noch ein kleines bisschen kürzer werden, so circa 3 cm, und dann sind wir eigentlich genau da, wo ich hin wollte. Und dann würde ich sagen, dann gucken wir uns das mal in Bewegung an, gucken mal, ob wir auch vielleicht bei ihm schon Unterschied merken und vor allem Dingen bei der Kundin, die den Gurt so eben in Auftrag gegeben hat bei uns, denn da sollte es ja dann definitiv einen riesengroßen Unterschied geben. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Im nächsten Video geht's weiter. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.